Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Salam Aleikum, Salami und Bacon und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Erstmal pass auf, ihr solltet wissen, ich liebe euch. Er liebt sein Leben mehr mit Hartz IV und iPhone und sowas. Also wirklich, es gibt vielleicht maximal eine Sache, die ich vielleicht mehr liebe als euch. Eselpenetration. Nein, jetzt wirklich Spaß beiseite. Ja. Ich würde euch niemals verkaufen, okay? Also wirklich niemals. Außer vielleicht für 72 Jungfrauen schwellende Busen. Okay, ist reicht. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, es ist extrem wichtig, dass ihr diese Videos hier zu Ende guckt. Ihr wisst so, wegen der Watchtime und so. Das pusht den Algorithmus, ich kann meine Miete zahlen und alle sind zufrieden. Ich wollte euch noch eine wichtige Sache sagen. Und zwar, ihr habt ja so ein bisschen gemerkt, ich hatte in letzter Zeit etwas Beef. Schmerzig. Und das war tatsächlich ein Streit, der erwachsen und zivilisiert mit der Zusammenarbeit von euch geklärt wurde. Danke, dass ihr beim Regel der 2 Stream montags immer dabei seid um 20 Uhr. Wir hatten einfach 1500 Zuschauer. Ja, die Sache hat sich geklärt mit TJ und ja, das waren die letzten Worte dazu. Der Regel der 2 Stream von heute wird auf übermorgen, also auf Mittwoch um 20 Uhr verschoben, okay? Okay, ihr habt den Titel schon gelesen und denkt euch wahrscheinlich so, bah, Veganerin. Jetzt so abseits davon, ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt habe, aber ich habe letztens tatsächlich mal versucht, in ein veganes Pizzarestaurant zu gehen, ja. Es lief aber leider nicht ganz so gut, weil es war schon spät abends. Hallo, schönen guten Abend. Ist schon sehr spät. Ich wollte mal fragen, bis wie viel Uhr Sie noch geöffnet haben. Ab 12 wird's ein bisschen enge. Wollen Sie vielleicht schon vorher rein? Ja, kommt drauf an, ist sie gefesselt? Tut mir aber bitte den Gefallen und dreht bitte nicht durch, weil es schon wieder um die Veganerin geht. Guck mal, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das letzte Veganerin-Video ist jetzt schon bestimmt so, ich glaube, 2 Monate her oder so. Deswegen entspannt euch. Außerdem, die hat ihr irgendwas gerappt, glaube ich, ne? Und wir reagieren ja immer so auf schlechten Rap. Aber erstmal, euer Chef hier muss sich noch ein paar Haarschnitte finanzieren, deswegen Werbepause. Vielen Dank an den Sponsor des heutigen Videos, Raid Shadow Legends. Dieses Video wurde präsentiert von Raid Shadow. Nein, Quatsch. Pass auf, es gibt 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die jetzt gerade Raid Shadow Legends spielen können. Ist das zu fassen? Wir hatten einfach 7,5 Milliarden. Jungfrauen? Was hält dich also davon ab? In Raid Shadow Legends tauchst du in eine dunkle Fantasy-Welt ein und lernst die Hintergrundgeschichten von fast 700 einzigartigen Champions kennen. Bei der Kampagne könnt ihr ein wildes Abenteuer erleben, um dem Arbeiter zu helfen, die Mächte der Dunkelheit zu besiegen. Und ganz ehrlich, welcher Mensch zockt heutzutage noch Einzelplayer? Ja, Leute, bei Raid könnt ihr sogar Clans beitreten. Und dann könnt ihr easy mit anderen Spielern spielen, um es mit dem Dämonenlord, der Hydra und vielen mehr aufzunehmen. Und schnallt euch an, diesen Monat kann einfach jeder von euch WWE-Star Ronda Rousey als Champion kostenlos bekommen. Ihr müsst euch nur anmelden und den Promocode RAIDRONDA eingeben und bis zum 20. Februar 7 Tage lang Raid Shadow Legends spielen. Es gibt außerdem ein neues Update, ja, eine neue Season des Forge Pass, mit dem ihr neue Champs und vieles mehr kriegen könnt. Und außerdem ist es Zeit für das Titan-Event, für die Vorbereitung des 4. Jahrestages von Raid. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder scannt den QR-Code und erhalte einzigartige Boni im Wert von $35. Wir sprechen von einem kostenlosen epischen Champion, 100.000 Silber, 50 Juwelen und 2 epische Fähigkeitenbücher. Erster Link in der Videobeschreibung, gönnt euch. Die Frage ist, was hat die Veganerin so in letzter Zeit von sich gegeben? Mama, sie ist vegan. Hallo, Mama von ihr, die Lara. Sie hätte auch nicht gern gehabt, dass man dich wegstiehlt und ihre Milch stiehlt. Warum machst du das dann mit den Kühen? Jetzt im Ernst, denkt sie wirklich, dass die Tochter jetzt deswegen vegan wird? Was hat sie für Hoffnung? Chill mal, als ob sowas so funktioniert. Bro, kann ich dich was fragen? Auf ihrem Ausweis stand 19. Klar, die 9 war umgekehrt. Bist du jetzt wirklich vegan, Bruder? Ja, Bruder, bin ich. Aber trotzdem trinkst du noch Milch. Wo ist da die Logik? Milch? Bruder, weißt du, wie lange es gedauert hat, dir das Glas hier zu füllen? Wie auch immer diese ganzen Kollabos gerade mit der Veganerin entstehen, aber ihr müsst wissen, die Veganerin, die hat nicht nur was mit Sinanji gemacht, sondern sie hat auch einen Diss-Track gemacht. Ja, ich würde sagen, wir hören da mal jetzt gleich gemeinsam rein und geben auch objektive Kritik ab. Genug gelabert, los geht's. Eine Frage, Sie waren ja mit Sinanji draußen. Mhm. Wie finden Sie ihn? Eigentlich ist er vom Herzen her voll nett. Ja? Voll der liebe Kerl, aber er lebt halt noch nicht nett zu Tieren. Ja. Das habe ich immer gerne, wir haben uns gestern wieder getroffen. Bro, was ist das für eine komische Antwort, Digga? Die Schwester muss direkt auf Rosalinde gehen. Sag doch einfach, Sinanji ist cool oder Sinanji ist nicht cool. Kennt ihr diese Leute, die immer so richtig komisch die Fragen beantworten müssen? Hast du schon mal als Dachdecker gearbeitet? Kommt drauf an, wie du Dachdecker definierst. Ich war noch nicht auf dem Dach und habe das Dach gedeckt. Aber jetzt so ohne Spaß, rein nur von der Vorstellung, ich weiß, das ist so ein bisschen krank, aber stell euch mal vor, sie und Sinanji, ne? Die kommen zusammen und die kriegen ein Kind. Was denkt ihr, wie würde die Geburt ablaufen? Sie heißt Rosalinde. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Sie ist einen Fisch aus dem einzigen Element, wo er atmen kann. Damit ernähre ich mich und meine Familie. Einfach vegan ernähren und den Fisch in Ruhe lassen. Du würdest ja auch einen Hund nicht unter Wasser drücken, um ihn zu essen. Wenn ich den Fisch nicht esse, ist sie ein anderer Fisch. Okay, wenn ich die Frau nicht jemand anderes. Ey, sorry, aber was sind das bitte für Vergleiche, die sie da bringt, oha. Sie sagt einfach so mit anderen Worten, so ungefähr, ja, ein saftiges Steak zu essen ist genau das gleiche, wie wenn man eine Frau vergewaltigt. Was redet sie da bitte? Ey, so ohne Spaß, das ist doch in keinster Weise gleichgestellt. Ich meine, das eine ist was Saftiges, deckt Grundbedürfnisse und ich mach's einmal die Woche, ja.
Im Gegensatz zu Steak Essen. Oh, der Kamera-Akku ist Speicherkarte voll. Nein, aber ohne Spaß, es sind diese übertriebenen Vergleiche, die sie schon die ganze Zeit macht, ne? Das ist wirklich so respektlos gegenüber Frauen, die halt wirklich mit solchen Problemen zu kämpfen hatten. Ja, ohne Spaß, ich verstehe das wirklich nicht, oder? Was sagst du dazu, Klaus? Süß, wie du so tust, als würdest du mich nicht kennen, während du praktisch darum bettelst, mit mir Drama zu beginnen. Deine deutsche Relevanz nimmt ab von Tag zu Tag, weil wir alle von deinem Gangster-Scheiß die Nase voll haben. Du bist ja so hart. Hör dich auf die Supporter-Schwester, drück weiter auf die Bremse, release den Song am 30. Februar. Doch sie wissen nicht, was geht. Hey, wow, stopp, stopp, okay, warte mal kurz, warte mal. Ist euch mal aufgefallen, die rappt das Ganze einfach im Zug, ne? Stell dich mal vor, das ist der gleiche Zug, wo... Ihr wisst schon, so, ich sag nichts. Drama zu Beginn, deine deutsche Relevanz nimmt ab von Tag zu Tag, weil wir alle... Leider, aber wisst ihr, warum ich ihr wirklich Props geben muss? Bro, sie weiß, dass sie nicht rappen kann. Sie weiß, dass das der absolute Müll ist. Also sie traut sich trotzdem zu rappen, einfach nur um die Message so rüberzubringen, die sie da hat. Aber trotzdem, was das, Dicker? Sie hätte wenigstens eine bessere Location finden können, ja. Sie rappt einfach im Jackson von Yunus Amiri. Stichwort Jackson, wusstet ihr eigentlich... Bro, weißt du, wie du am besten Jackson kannst? Wie, Bruder, erzähl. Setz dich 5 Minuten auf deine Hand, damit sie taub wird und dann leg los. Krass. Bruder, das ist ja genauso wie wenn ich Sex habe. Ja, oder absolut. Ja, Digga, ich meine, guck mal, wenn ich jaxe, ist meine Hand bewusstlos und beim Sex die Frau. Du bist ja so hart, Raps von Huren so unterficken, werden die Huren nicht mal eine Beleidigung. Bruder, ich nehme alles zurück, Digga. Was habe ich da gesagt? Sie kämpft mehr gegen diesen Beat als für Tierrechte. Digga, es war mit Abstand das Schlechteste, was ich je gehört habe. Und wisst ihr wieso? Guck mal, bei Perserker. Kapitalisten am Ausrauben. Tankdeckel aufschrauben. Und auch bei diesem einen von letzter Woche. Doch sie wissen nicht, was geht. Deren Rap ist einfach Müll, ja. Und auch wenn sie sich Mühe geben, deren Rap ist einfach so schlecht, dass man einfach nicht erkennt, dass sie sich Mühe geben. Hier erkennt man aber, dass sie sich Mühe gibt und deswegen ist es noch schlechter. Halleluja, Digga. Das Internet hat sich sowas von rückwärts entwickelt. Was schauen wir uns hier gerade bitte an? Eine Frau, die zum Beispiel Hühnereier essen mit Vergewaltigung gleichstellt, macht einen Diss-Track gegen einen Rapper auf TikTok. Danke, beweist du erst als Tierbefreier. Sorry, Boy, du hast kein Scharaff, nur weil du im Knast warst. Wirklich Ehre ist, wenn du 10 das Dasein im Knast ersparst. Böse Mann, korrekte Gangster. Sind vegan. Oder ich liebe es, wenn Deutsche so ausländische Wörter lernen. Vor allem Ausländer setzen das so richtig im richtigen Kontext ein. Ja, so Bisharaf heißt ja so ehrenlos, ne? Du hast kein Scharaf. Und dann kommt sie so, ne? Ja, Mensch, Günther, sag mal, ich hab's dir gesagt, du hast kein Scharaf, Mensch. Bisharaf, mach mal vor mir keinen auf Ehre voll. Ich ficke mit jedem. Ich zieh dir die Ohren lang. Wo ist denn den Scharaf? Halt mal den Ball flach. Ich versuche vegan zu sein. Warum? Scheiß auf die Tiere. Du kannst nicht einfach hier vor der Frau Fleisch essen oder dich verhalten wie so ein kleines Kind. Entweder... Ey, die Arme, Dicker, ja. Guck mal, macht bei ihr ruhig eure Witze und so, ne? Aber holt doch nicht extra Fleisch und provoziert sie. Guck mal jetzt mal Real Talk, meine Meinung zu der Veganerin, ja. Ich find's grundsätzlich nicht schlecht, was sie macht, aber das Problem ist... diese Frau müsst ihr eigentlich in die Karte rumlaufen. Andernfalls enden sie im Höllenfeuer. Das war mal wieder absolut genug für heute, okay? Leute, ihr müsst mir 2 Gefallen bitte tun, ja? Warum sage ich 4? Erstens, like das Video, damit ich vor die Laras in Shisha-Bars flexen kann. Und zweitens, falls ihr der Sohn eures Vaters seid, kommentiert mal bitte mit Hashtag Ich bin der Sohn von meinem Vater. Ich küsse euer Herz, Dankeschön für euren Support, bleibt aktiv, passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Der Veganer da drin, der ist nicht so knorblich. Manchmal ist er mit Krebs ein bisschen knorblig. Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab.